Plötzlich kann man seine russischen ADRs wieder in russische Originalaktien eintauschen. Aber auch nicht jeder und wenn doch, dann nur für ganz kurze Zeit. Soll man das machen? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und welche Alternativen gibt's? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Was haben wir doch für einen wunderbaren Finanzjournalismus in Deutschland? Ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Es gibt in dem Bereich viele, die immer noch ganz hervorragende Arbeit machen. Aber es gibt eben auch immer mehr, die sich jetzt nicht so die Mühe geben. Man kann es sehr schön sehen im Moment an der Gazprom-Aktie. Es weiß natürlich jeder in der Branche, die Anleger suchen bei Gazprom verzweifelt nach Informationen. Und darum gibt es zu dem Thema Gazprom eben auch ein mediales Dauerfeuer. Vorzugsweise, was die Gazprom-Aktie gerade in Moskau macht, was natürlich enorm hilfreich ist für jeden deutschen Anleger, der die Aktie hier seit Monaten nicht mehr handeln kann. Ich bin neulich auf einen Beitrag gestoßen, Gazprom günstiger oder billig? Da war ich wirklich mal gespannt. Die große Frage für Gazprom-Aktionäre, günstiger Einstieg oder Verkaufsalarm? Und da erfährt man dann auch zum Beispiel, dass die Gazprom-Aktie zurzeit viel weniger schwankt als der Gesamtmarkt. Es ist unglaublich. Und dass der 50-Tage-Trend oder die Linie gerade bei 7,22 € liegt und damit deutlich über dem aktuellen Kurs von 0 €. Ein klar positives Signal. Und dazu gab es dann eben auch eine kostenlose, brandaktuelle Analyse zur Gazprom-Aktie. Die habe ich dann nicht mal runtergeladen. Gazprom kaufen, halten oder verkaufen. Das nochmal zur humoristischen Einstimmung hier, weil das übrige Video, das ist dann leider nicht mehr so lustig. Wir müssen uns leider wieder mal beschäftigen mit dem traurigen Thema russische ADRs aus aktuellem Anlass. Und was kostenlose Aktienanalysen betrifft, das gibt es bei uns natürlich auch. Wir bevorzugen aber Aktien, die man auch handeln kann. Morgen zum Beispiel gibt es von uns einen neuen Report, gleich morgen mit den Aktien von zwei Lithiumkonzernen aus China. Der eine ist etabliert, der andere ist ein Börsen-Newcomer. Lithium ist ja einer von ganz, ganz wenigen Rohstoffen, die in den letzten Monaten nicht gefallen sind, natürlich wegen der hohen Nachfrage aus dem Elektroautosektor. Und China hat da eben auch in dem Bereich große Ziele. Und die Reports von uns sind gratis, die kann eben jeder lesen. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, russische ADRs. Es gibt Neuigkeiten, Neuigkeiten, die eigentlich auch positiv wären. Sie wissen ja wahrscheinlich, die russischen ADRs sind vom Handel ausgesetzt worden, schon vor vielen Monaten. Und die russische Regierung will diese ADRs ja außerdem abschaffen, mit wenigen Ausnahmen. Die müssen jetzt also umgetauscht werden in russische Originalaktien. Und die Anbieter von diesen ADR-Programmen, das sind so Großbanken wie Citigroup, JP Morgan und vor allem auch die Bank of New York Mellon, die haben den Inhabern ja im Prinzip auch angeboten, dass sie die umtauschen können. Und zum Teil hat das sogar auch schon funktioniert. Aber dann ist das sechste EU-Sanktionspaket bekommen und Clearstream, wo die meisten ADRs eben verwahrt werden, hat alle Transaktionen mit russischen ADRs gesperrt. Es ging erstmal gar nichts mehr. Und jetzt haben wir aber eine neue Situation. Clearstream erlaubt solche Transaktionen wieder, aber nur befristet bis zum 31. Juli. Clearstream macht es vor allem ja, hat es ja vor allem darum nicht gemacht, weil die russische Verwahrstelle, die NSD, weil die ja jetzt auch mit Sanktionen belegt worden ist und die könnte ja im Fall von so einem Umtausch Gebühren vereinnahmen. Es geht da also wirklich um die 3,50 € Gebühr vom deutschen Anleger,
die da jetzt nach Russland fließen könnten. Darum hat man alles gesperrt. Sogar den Übertrag von diesen ADRs auf ein anderes Depot innerhalb Deutschlands. Also der völlige Wahnsinn. Und jetzt hat die russische NSD aber gesagt, wir machen das gebührenfrei bis zum 31. Juli und darum sind sie bei uns bis dahin jetzt eben nicht mehr gesperrt. Also neues Spiel, neues Glück oder wie es einer meiner Leser formuliert hat, die ADR-Spiele sind wieder eröffnet. Mögen die Spiele beginnen. Jeder kann jetzt wieder versuchen, dass er seine ADRs eintauscht. Aber es ist natürlich eng befristet, bei vielen Depotbanken sogar nur bis zum 26., also bis morgen. Das setzt die Anleger ordentlich unter Druck. Und gleichzeitig hört und liest man ja jetzt überall, jetzt müssen sie dringend handeln. Und da sagen viele Anleger zu Recht, tja, können vor Lachen. Ist ja schön, dass die ADRs kurzfristig nicht mehr gesperrt sind und dass ich die jetzt auch tauschen könnte. Man braucht aber eben leider immer noch eine Verwahrstelle für die Originalaktien und ein Depot dafür in Russland oder eins, in dem man sie eben sonst verwahren könnte. Und das hat fast keiner und das kriegen sie jetzt auch nicht mehr und auf die Schnelle schon gar nicht. Ich darf mich an der Stelle herzlich bedanken für die vielen Zuschriften von Ihnen zu dem Thema und die Kommentare hier eben auch zu dem Thema. Da haben Sie ja reichlich mitgeteilt, welche Erfahrungen Sie da gemacht haben mit Ihren Banken. Das war für mich sehr, sehr wichtig, weil ich selber habe keine russischen ADRs mehr gehabt und in unserem Premium-Dienst im Zukunftsmärkte Insider, da haben wir auch die letzte russische Position verkauft am 24. Januar. Nicht, weil ich wirklich geglaubt hätte, dass es da jetzt zu einem Krieg kommt. Das habe ich nicht, muss ich sagen. Aber das Risiko war eben doch relativ hoch. Wie ist die Lage jetzt? Obwohl Clearstream bestätigt hat, dass man die ADRs eben kurzfristig wieder bewegen kann, sagen einige Banken trotzdem zu ihren Kunden, wir machen da nichts. Ich halte das allerdings rechtlich für bedenklich. Oder aber die wissen auch von dem allen gar nichts. Oder es ist für sie zu kurzfristig oder sie sind auch überlastet. Und es gibt Kunden, die haben dazu auch wirklich von ein und derselben Depotbank unterschiedliche Informationen und Aussagen schon bekommen. Oder aber die Broker sind nicht bei Clearstream, sondern haben dann einen anderen Partner und das ist dann auch blöd, natürlich. Aber das Entscheidende bei dem Ganzen ist einfach, bietet der Broker eine Lösung an oder sagt er Ihnen jetzt nur, Sie können den Umtausch machen und nennen Sie uns dafür eine russische Depotbank, wo die Anteile dann hinkommen sollen. Oder aber hat er eben auch wirklich für Sie eine Verwahrungslösung? Das haben einige nämlich auch. Also ein Sammelkonto zum Beispiel bei der Citigroup Moskau oder so in die Richtung eben, wo Sie Ihre Originalaktien dann eben auch wirklich hintun können. Das Erste, was Sie also prüfen müssten jetzt, das ist natürlich, hat mein Broker mich schon angeschrieben dementsprechend und gibt er mir da auch einen Weg vor und habe ich da auch eine Verwahrungslösung? Im Zweifelsfall da auch lieber zwei oder dreimal nachfragen. Und wenn der Broker keine hat für Sie und Sie haben selber auch keine, dann brauchen Sie damit eigentlich wahrscheinlich gar nicht erst anfangen mit dem ganzen Prozedere. Es ist wie gesagt befristet, vielleicht wird es auch noch mal verlängert, falls die NSD sagen würde in Russland, wir verzichten auch über den Juli hinaus auf die Gebühren, ist im Moment aber nicht absehbar. Und es gibt aber noch ein zweites Verfahren über die russische Seite. Da hätte man länger Zeit, jetzt knapp 90 Tage noch. Russland hat ja angekündigt, wenn die westlichen Sanktionen den Eintausch unmöglich machen sollten für die Anleger, dann setzen wir selber ein Verfahren auf, das den Tausch dann doch ermöglicht unter Umgehung der westlichen Infrastruktur. Und dieses Gesetz ist jetzt eben auch in Kraft und das ist auch viel bejubelt worden hier bei uns und die SDK, die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, die geht ja sogar davon aus, dass das Verfahren ist, auf das es am Ende auch rauslaufen wird für die meisten Anleger. Und es ist ja auch sehr nett und sehr erfreulich, dass Russland die westlichen Anleger da schützt vor den westlichen Sanktionen gewissermaßen. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass Russland
ja vorher die ADRs auch verboten hat. Aber wie auch immer, also wenn ein Anleger es hier nicht schafft, sagt Russland, dass er seine ADRs eingetauscht bekommt, dann reicht es in Zukunft nach dem neuen russischen Gesetz, dass er gegenüber seiner russischen Depotbank eben dann nachweist, dass er diese ADRs hat, Nachweis der Inhaberschaft und von den Verwahrketten, grundsätzlich wahrscheinlich auch alles machbar. Und schon soll man dann eben seine Originalaktien da auch eingebucht kriegen. Ich kenne die Details noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich mit einer russischen Bank dann schon komplizierter sein wird als mit der eigenen Depotbank. Wobei die sind ja auch furchtbar kompliziert, haben wir gehört. Aber wie auch immer. Die Möglichkeit ist also auf jeden Fall auch noch da. Grundsätzlich eben schon erfreulich. Und wir werden da hier sicherlich auch nochmal reden müssen drüber in Zukunft, über diesen russischen Weg. Was ich nur vermisse im Moment in dieser ganzen überschwänglichen Berichterstattung über den russischen Weg, das ist, dass der natürlich erstens mal schon mit einem Aufwand verbunden ist und mit Kosten natürlich auch. Und zweitens, und das ist noch problematischer, in dem Moment, wo diese Tür aufgeht über Russland, da besteht die Gefahr, dass eben die andere Tür ein für alle Mal zugeht, nämlich dieser sogenannte Zwangsumtausch, dass also die russische Seite eben irgendwann mal den Besitzanspruch der Anleger festlegt. Und zwar nur darum, weil Russland ihn dann eben auch anerkennt. Das ist natürlich was, das umgeht den ADR-Sponsor. Und beide Systeme gleichzeitig, das ist eigentlich nicht möglich. Also sie könnten sich theoretisch ja heute Abend hinsetzen und beides machen. Sie beantragen hier ihren Umtausch beim ADR-Sponsor und dann in Russland aber das gleiche nochmal. Da dann auch die Einbuchung. Da könnten sie ihre Aktien ja theoretisch verdoppeln damit. Und die Bank of New York Mellon, die hat das hier in ihrer Stellungnahme am 14. Juli auch ganz klar gesagt. Sie kriegen von mir auch den Link auf das Dokument. Sie kriegen auch einen Link auf die Stellungnahme von Clearstream und sie kriegen auch einen Link auf das neue Video dazu von der SDK. Die Bank of New York Mellon sagt, es ist vieles noch unklar zwar, aber eins ist schon mal klar, das unterläuft die bestehenden ADR-Verträge und ab dem Moment, wo von Russland aus die ersten Originalaktien abgezogen werden aus dem Bestand von der Bank of New York, da muss man das ADR-Programm beenden, bis da wieder eine Abstimmung erfolgt. Aber dass das wirklich passieren kann, das kann man eben nicht garantieren, ob man das überhaupt jemals wieder schafft, so eine Abstimmung der Bestände. Das Ganze ist also schon auch sehr zwiespältig, das nur mal nebenbei. Aber was macht man jetzt mit seinen ADRs? Also wie gesagt, jetzt ein Tausch macht nur Sinn, meiner Meinung nach, wenn man eben eine belastbare Verwahrungslösung bekommt von seinem Broker. Aber selbst wenn man die hat, soll man jetzt noch schnell tauschen. Und ich finde es nicht ganz richtig, so wie das viele tun, dass sie im Moment so pauschal sagen, machen sie das jetzt ganz schnell unbedingt, das ist ihre letzte Möglichkeit, dass sie ihre Aktien retten, weil machen wir uns nichts vor. Wenn sie die Originalaktien dann haben, dann wird es trotzdem nach wie vor auch so sein, dass sie auf die eben auch keinen Zugriff haben werden und dass sie die eben auch nicht verkaufen dürfen. Sie haben auch keinen Zugriff auf die Dividende übrigens. Und sie sind ein Anleger aus einem feindseligen Land gegenüber Russland und ihre Aktien sind außerdem dann schon im Zugriffsbereich des russischen Staats. Achtung, sie verlassen den westlichen Sektor. Und das heißt natürlich auch, die russische Regierung kann sie politisch einsetzen als Verfügungsmasse. Und sie sind dann relativ alleingestellt dann und sie stehen dann ja sowieso auch nicht großartig anders da als jetzt die ADR-Bank, die die Aktien jetzt hat und die sie auch nicht veräußern kann. Und die ADR-Bank, die hat aber wahrscheinlich bessere Rechtsabteilungen als sie. Trotzdem, und das ist bitte jetzt wirklich nur mein persönlicher Eindruck, ich tendiere dazu, trotzdem zu empfehlen, wenn Sie von Ihrem Broker so eine Verwahrungslösung bekommen haben, dass Sie den Umtausch jetzt dennoch zügig machen, weil ich, was die ADR-Banken betrifft, eben auch misstrauisch bin.
was die dann machen, wenn die Programme dann eben wirklich beendet werden, weil die dann die Aktien ja möglicherweise auch nicht verwerten können. Also was wird den Anteilseignern dann gutgeschrieben in dieser Sondersituation? Ich weiß es nicht, es ist auch unklar. Und wie gesagt, die haben eben die besseren Rechtsabteilungen. Ich kenne die Zukunft auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da was übersehen habe in dieser ganzen Geschichte. Mein unmaßgeblicher Eindruck oder für Sie unmaßgeblicher Eindruck ist, dass wenn man eine Verwahrungslösung gestellt bekommt vom Broker, dass man das vielleicht jetzt doch nutzt und jetzt noch schnell tauscht. Und für die übrigen 80% der Anleger, für die die Broker eben keine Lösung haben, da werden wir sicherlich hier auch noch mal diesen russischen Weg besprechen müssen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei, vielleicht ja auch als Abonnent von diesem Kanal, dabei auch die Glocke drücken. Das hat dann eben auch den Vorteil, dass Sie hier dann eben auch gleich zeitnah aktuell angezeigt kriegen, wenn dazu auch dann ein entsprechendes Video da ist. Und es gibt auch russische Firmen, die dürfen ihre ADRs erstmal behalten. Das haben Sie vielleicht auch gehört. Das hat die russische Regierung in den Fällen eben genehmigt. Also warum auch immer. Dazu gehören Nornickel, Surgutneftegaz, Novatek, Polyus Gold, Novolipetsk Steel. Und ich habe hier letztes Mal auch Magnit genannt, dass das auf die auch zutreffen würde. Das stimmt aber leider nicht. Das war von meiner Seite leider ein Irrtum, um das hier nochmal zu berichtigen. Also wie gesagt, bei diesen ADRs, da hätten Sie theoretisch nochmal einen Aufschub. Aber ich befürchte eben, wenn das russische Umtauschprogramm startet, das russische, dass dann auch diese ADRs von den Banken dann gleich gekündigt werden. Ansonsten noch das Thema ADRs an sich. Viele Anleger haben nach dem, was jetzt passiert ist, eine richtige ADR-Phobie. Und es gibt jetzt auch viele Kommentare hier zu indischen Aktien und brasilianischen und chinesischen ADRs, muss man sagen. Also ADRs kaufe ich nicht mehr, da wird man bloß enteignet. Ich kann es keinem verübeln, nach dem passiert ist. Es ist aber trotzdem meiner Meinung nach eher ein politisches Problem als ein ADR-Problem. Es gibt auch russische Aktien jetzt, die keine ADR sind, sondern richtige Aktien, Yandex zum Beispiel oder Efrats. Aber die kann man genauso wenig handeln jetzt wie die ADRs. Es hilft ihnen also auch nichts. Und die russischen ADRs, um das noch zu sagen, die sind ja offiziell beauftragt worden, wirklich von den russischen Unternehmen im guten Glauben, aber die haben das eben natürlich auch nicht so kommen sehen. Und als letzte Anmerkung noch, weil man es eben nicht oft genug sagen kann, das ADR-Verbot kommt von der russischen Regierung, aber die Konsequenzen für den Anleger hier, die wären viel weniger schlimm gewesen, wenn man den Handel damit nicht schon im März ausgesetzt hätte. Und zwar ohne gesetzliche Weisung an die Börsen, sondern die haben das nur gemacht im vorauseilenden Gehorsam. Und wie die deutsche Börse damals so schön gesagt hat, zum Schutz des Publikums. Das ist der Hauptgrund dafür, warum man jetzt grundsätzlich im Prinzip eigentlich immer noch einen Totalverlust befürchten muss. Und dafür im Namen aller Anleger herzlichen Dank nochmal an unsere Börsen. Ich versuche, dass ich das alles weiter im Auge behalte hier für Sie. Bleiben Sie auch dran an dem Thema, wenn Sie betroffen sind und lassen Sie sich nicht unterkriegen. Denken Sie außerdem auch noch mal an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Morgen geht einer raus zum chinesischen Lithiumsektor mit zwei Aktien eben aus China auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.